Das letzte Mal bei Resident Evil. Und so geht es weiter. Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil, das HD Remaster. Des HD Remasters, oder so. Soll ich vielleicht die ganze Zeit so reden und mich der Atmosphäre so anpassen, weil ich habe das Gefühl, viele schalten bei mir ab und denken sich, meine Fresse, dieser Typ labert so viel Scheiße und hat so eine komische Stimme, aber ich kann auch anders, hey. In Comedy-Videos bin ich zwar immer sehr witzig, aber ich kann auch ganz normal reden. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Nein, beruhig dich. Ich leide ein bisschen an Schizophrenie. Irgendetwas in mir möchte raus und der Welt etwas sagen. Nein. 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 Echt nicht. Bleib liegen. Bleib liegen, mein Guter. So, wir kombinieren das jetzt mal. Und wir haben hier so eine Kiste gefunden, genau. Ah, warte mal. Wow, warte mal. Ein Familienfoto und Notizen. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Was? Progenitorvirus verabreicht. 10. November 1967. Jessica, Virus Typ A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion negativ. Aktion eliminiert. Lisa, Virus Typ B. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung. Konstante Ergebnisse beobachtet. Status Schutzbeobachtung dauert an. George, Aktion terminiert. Was? Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit mir gemacht? Was haben die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Sie ist ohne mich entkommen. Hat sie mich verlassen? Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung. Nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden. Muss Mami Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami in Kasten? Kastensteinhart, tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Kann es sein, dass dieses Mistvieh... Ich glaube, das Mistvieh ist Lisa. Ich wurde gespoilert, dass das Ding Lisa ist. Und kann es sein, dass die Maske der Mutter aufhat? Das wäre krank, Mann. Das wäre krank, Mann. So, dann lass uns mal weitergehen. Ihr wisst jetzt genau, was wir zu tun haben, ne? Wir müssen das Tor unter der Treppe öffnen und dort dieses Ding hier einsetzen. Aber wir müssen auch zunächst woanders hin. Wir müssen uns das andere Teil auch wiederholen. Das gab es... Das gab es ja doch einfach auf dem Rückweg hier. Wir haben auch noch Platz, das ist super. Da hinten haben wir alles gelöst. Da habe ich jemanden spazieren hören gehen. Spazieren gehen hören, so. Ich habe auch Angst, dass hier gleich etwas raushüpft. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da plötzlich so ein kleiner Hund vor uns aufspringt und uns töten will. Aber gut, ich war übrigens beim Friseur. Die meinte, ich soll das alles so lassen. Keine Ahnung, ich bin immer eh unzufrieden mit meiner Frisur. Aber ich glaube, so ist es ganz gut, oder? Bisschen jetzt irgendwie Klarheit reingebracht. Sehe nicht mehr aus wie so ein Strubbelpeter. Und ja, so. Genau, ich glaube, wenn wir jetzt hier durchgehen, ist hier rechts direkt das Symbol, ne? Genau, stimmt ja. Ja. Dich müssen wir mitnehmen, mein Guter. Yep. Sind wir verletzt? Warnung? Warte, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ich glaube nicht, dass wir das noch brauchen. Ey, kämpfe ich jetzt gegen das Mistvieh? Das wäre crazy. Gibt es hier etwa einen anderen Endgegner? Warte mal. Welcher Weg ist kürzer, ist die Frage, ne? Ich muss ja noch... Ach, ich muss eh zur Schreibmaschine und so. Das heißt, ich muss hier einmal durch.
Ich muss hier einmal durch. Wir kommen hier leider nicht durch. Muss ich einmal drumherum latschen. Aber wir müssen eh zur Truhe. Daran führt kein Weg vorbei. So. Genau. Und wir nehmen auf jeden Fall. Was nehmen wir mit? Ein Granatenwerfer. Ja. Das nehmen wir mit. Ich glaube, wir nehmen auch Heilung mit, auf jeden Fall. Und eine Schrotflinte vielleicht für so Minigegner, falls die auftauchen. Aber ich lege, glaube ich, die Munition weg. Wir nehmen den Granatenwerfer mit. Mit 7 Schuss. Puh, Leute. Ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Wir müssen auf jeden Fall etwas ablegen noch. Vielleicht lege ich auch die Pistole ab, ganz ehrlich. Die Pistole abgelegt und Gewehrmunition. YOLO. Maudadolo. Ich habe auch das Gefühl, dass wir diese Wolfsmedaille und alles mitnehmen müssen. Aber schauen wir mal. Erstmal das hier mitnehmen. Kombinieren. Ups. So. Das geht nicht, genau. Okay, jetzt haben wir 2 von den Teilen. Die haben Heilung, die wahrscheinlich unnützlich ist. Aber hey. Gut. Wir haben die Schrotflinte weggelegt. Wie viele Speicherbänder haben wir? Vielleicht können wir hier in diesem Gebiet speichern. In diesem Räumchen. Wir haben keins mehr. Scheiße. Scheiße. Wenn jetzt irgendetwas kommt, was uns sofort tötet, ne? Das wird kacke. Ah, da kommen wir gar nicht mehr hin. Genau, das heißt, wir müssen jetzt einen ganz anderen Weg gehen. Einen nervigen anderen Weg. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich folge einfach mal meiner Nase. So, ich frage mich, ob es hier einen anderen Boss gibt. So, hier scheint auch nichts zu sein. Ich weiß noch, im ersten Teil, also im Original, habe ich hier richtig Angst gehabt vor diesem Raum. Der sah auch ganz anders aus. Allgemein hatte ich so eine große Angst vor diesem Spiel, was vielleicht normal ist mit... Wie viele Jahren habe ich gespielt? 10 oder so? Ja. Ich finde es aber ehrlich gesagt gut, dass meine Eltern da nicht so strikt waren und sowas. Ich hatte zum Beispiel Freunde, die da Spiele nicht spielen konnten, weil die ab 18 oder 16 waren. Hey, okay. Einige sagen jetzt, was? Nein, das geht doch nicht. Aber ich finde, hey. Ich bin froh, dass ich alles spielen durfte. Jetzt bin ich hier. Hi. Nein, du sollst es nicht mitnehmen. Du sollst das hier noch einsetzen. Ich habe ganz vergessen, dass wir jetzt noch Platz haben, ne? Eigentlich hätte ich da... Öffnen? Ja. Holy moly, Mann. Holy moly, Mann. Eine alte Schreibmaschine. Wenn ein Farbband wird, kann die Fortschritte sprechen. Ja, wenn wir bloß eins hätten, ne? Ach, hier ist noch eine Truhe. Okay, cool. Ich habe das Gefühl, es will uns etwas sagen. Habe ich noch ein grünes Kraut hier? Ne, kein grünes Kraut. Okay. Sagt ihr das irgendwo Spinnen oder sowas? Ich hab dich auf jeden Fall gehört, ne? Du hast hier gebrüllt. Die wurde bestimmt hier gefangen gehalten. Oh man, aber wie soll ich sie bekämpfen? Wenn die unsterblich ist. Okay, sie zielt nirgendwo hin. Boah, ich hoffe, ich sterbe nicht, Mann. Das wäre jetzt das Schlimmste überhaupt. Okay, einfach mal runtergehen. Gut. Barry. Jill, you're alive. I was worried because I thought you were. Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Jetzt hat sich plötzlich Balls of Steel. Alter, ist er wirklich der Verräter? Crazy. No time to talk.
Jill, hand me my gun. Ja, ich gebe sie Barry zurück. Hier. Thanks, Jill. Ich vertraue Barry. Echtes Teamwork, yeah. Das sieht aus, als müsste ich runterwerfen. Warum? Hä? Barry! Jo, warte! Ist hier ihre Leiche? Nein. Krasser Scheiß. Okay, Barry ist da hinten. Lassen wir ihn jetzt einfach in Ruhe, oder was? Ja, okay. Oh, Barry. Cool. Haben jetzt erstmal Verräter. Bob. Aber wir gehen jetzt aber weiter. Haben ihm die Knarre wieder gegeben. Reden brauchen wir nicht. Vielleicht hätte ich reden müssen mit ihm. Selber, ja. Scheiße. Wo bin ich jetzt hier gelandet, Mann? Ach. Hier kommen die Teile rein, okay. Da ist ein großer... Ja, erst wenn wir hier diese Teile gefunden haben, ne? Gut, dann fahren wir noch einmal runter. Holen uns jetzt die ganzen Medaillons. Und werden sie dort einsetzen. Genau. Ich bin wieder sehr farbgesättigt, ne? Mein Gott. Okay, so. Ich habe rotere Lippen als du, Jill. Im Sarg liegt ein Skelett. Moment, hier ist noch etwas anderes. Ein Familienfoto. Es ist ein Brief. Meine liebe Lisa, jeden Tag schwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in weißen Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute gaben sie mir eine Spritze mit Vitaminen. Wenn sie mir die Spritze geben, kann Mami nicht klar denken, aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht mehr schafft, euch immer in Gedanken zu behalten. Mami hat Angst, alles zu vergessen, besonders die Erinnerung an dich und Papi, wie er aussieht, was wir zusammen gemacht haben. All das verschwindet allmählich in eine Finsternis in mir. Oh Lisa, ich möchte jetzt sofort dein Gesicht berühren und dich in meinen Arm halten, damit ich unsere wunderbare Erinnerung an dich und Papi behalten kann. Lisa, wir können hier nicht bleiben, wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa, unsere Chance kommt, wenn wir nächstes Mal beide gemeinsam im Labor sind. Wir stellen uns beide bewusstlos und wenn der Mann in Weiß nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance. Wenn wir draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi, okay, Kleine? Du musst stark sein, Lisa. Jessica Trevor. Kranke Bastard, ey, was geht hier vor? I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. Nein, ich muss zurück. Gut. Und wollt ihr nicht miteinander reden, weil ihr aufeinander gezielt habt oder sowas? Und euch töten wolltet? Nur so nebenbei? Nein, okay, gut. Was wäre eigentlich passiert, hätte ich ihm nicht den Revolver gegeben? Könntet ihr mir gerne sagen. Wäre er dann gestorben oder was? So. Lass uns hoch hier. Nerviger Weg. Komm schon, hör auf zu tanzen. Da ist die Truhe. So, pass auf. Dann nehmen wir jetzt mal Wolfsmedaillon mit. Hatten wir 2 oder 3 Adler und... Das war's. Gut. Die werden wir gleich einsetzen. Deswegen nehme ich mal ganz kurz... Irgendwas mit, aber ich weiß nicht was. Granaten. Let's go. Was soll schon schieflaufen mit dem Granatenwerfer? Vielleicht sollte man die sparen für später, für den Endbosskampf. Ist da was drin? Nein. Aber hey, wir haben ja noch unsere Schrotflinte. Ich weiß, vielleicht trage ich auch ein bisschen zu viel Munition bei mir und viele Waffen. Mit Chris hätte ich bestimmt große Probleme, riesengroße Probleme. Aber hey. So.
Ich hoffe, es waren nur zwei Medaillons. Ich habe kein anderes gesehen. So. Und weiter geht's. Lassen wir ihn mal in Ruhe. Da. Ich glaube, wir kommen jetzt ins Labor, ne? Ich glaube, wir kommen jetzt ins Labor. Sieht auf jeden Fall alles danach aus. So. Hier ist etwas. Wolf, dann kommt hier wahrscheinlich der Adler rein. Achso, nein, da kommt da der Wolf rein. So. Es kommt mir so vor, als wären hier drei Statuen. Aber ich habe nur zwei. Wunderschönes Wasser. Okay. Gut, gut, gut. Warte mal, mir wurde da etwas geöffnet, genau. Ich dachte, die Tür wird geöffnet. Ja, das Mistvieh ist auch runtergejumpt, ne? Und wir gehen jetzt auch runter. Oh, man. Aufzug benutzen, ja, und sowas von. Und gib mir bitte endlich ein Farbband. In die Höhle des Löwen. Errungenschaft freigeschaltet. Oh, komm, hör auf, Mann. Warum Höhle des Löwen? Oh, nein. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Farbband. Ja, das kommt mir vor wie das Ende. Guck mal, hier ist auch noch eine Kiste, an der wir speichern können. Und die Musik ist sehr bedrohlich. Ja, yep. Inhalt speichern, danke. Nochmal Glück gehabt, ey. Okay, okay, okay. Let's do this shit. Ich hätte das Farbband ableben können. Let's go. I'm gonna fight you, man. Da ist noch Kerosin da, okay? Zombies. Gut. Laborkette. Ihr Schwein habt es Lisa angetan. Das hier kann ich mitnehmen und direkt einsetzen. Oh, ich mag es, gegen die Zombies zu kämpfen. Ich hab dich schon ein bisschen vermisst, ey. Oder gegen Biowaffen zu kämpfen. Gegen Walker. Walker. Der ist nicht tot. Doch. Was haben wir hier? Noch eine Disc. Aha. Zweimal die Disc. Da ist ein elektrisches Versiegelungssystem. Scheiße. Okay, hier wurden die wahrscheinlich jedes Mal hingebracht. Lisa und Jessica. So wissen die doch, glaube ich, ne? Okay, erstmal ignorieren den Zombie. Noch mehr Medizin. Da kommt die Disc rein, oder? Kann das sein? Nein? Hebel zum Öffnen der Türschlösser. Wenn sie nur die Schlösser an den Hebeln öffnen könnten. Okay. Die Tür ist verschlossen. Oh, scheiße, wahrscheinlich ist dahinter der Boss. Hier ist eine Art Schalter. Drücken, ja. Aha. Mehr bitte können sie nicht tragen. Ach. Zu viel Sachen dabei. Ein Memo. Auf dem Notizblock steht gekritzelt: Zum Öffnen der elektrischen Tür müssen die Initialen alphabetisch geordnet werden. Langs Leverla. Okay. Was bewirkt der Schalter? Moment mal. Alex Beckett. Ed Fischer.
Okay. Ein Teil glüht rot. Aha. Und das Colon. Colon leuchtet rot. Ach, Mann, dieses... Warte mal. Nein. Ja. Jetzt würde das ständig angucken. Ich verwende das hier mal ganz kurz. Sorry, ich hätte zurückrennen können, aber hey. So. Ja. So. Und hier haben wir Clark David. Aha. Nein, ich nehm's nicht mit. Muss ich da genauer hingucken, oder was? Den linken kann ich nicht abnehmen, ne? Ja, jetzt leuchtet da erst was rot, ne? Ein Teil glüht rot? Nein. Teil glüht rot. Jetzt vielleicht. Warte, lass mal testen. Vielleicht klappt das jetzt so. Oh, hier haben Notizen. Meine liebe Ada, wenn du diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr der Mensch, den du einst kanntest. Heute erhielt ich die Testergebnisse. Vielleicht nicht überrascht, dass ich positiv bin. Es treibt mich an den Rand des Verstandes, wenn ich an mein bevorstehendes Schicksal denke. Ich würde alles geben, um nicht einer von denen zu werden. Soweit ich weiß, bist du nicht infiziert. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Aber falls du wirklich die letzte Überlebende sein solltest, hol bitte das Material aus dem Raum für visuelle Daten. Selbstzerstörungsmaschine, oh Gott, Hochspannungsraum und flüchte von hier. Bitte unternimm alles in deinem Kräften stehen, um diesen Unfall publik zu machen. Falls noch alles normal funktioniert, kannst du sämtliche Schlösser über das Sicherheitssystem öffnen. Mhm. Warte, um die Türen... Okay, du brauchst ein weiteres Passwort. In einem Röntgenbild verschlüsselt. Ich kenne dich und bin sicher, dass du das herausbekommst. Ah, okay. Ich weiß, was abgeht. Okay, hier leuchtet ein Röntgenbild, hängt an der Wand. Ja, warte mal. Jetzt verstehe ich das. Wir sind schon 23 Minuten hier unterwegs. Ach, warte mal. Jetzt habe ich das schnell weggeklickt, ja? So, da ist erstmal hier da unten dieser Zipfel. Das ist C. Rot, C. Dann das Ding irgendwie. Dann die Zunge. Dann die Lungen. Also, es ist C, E, C, E, C, L, L, Kel, Cell. Cell ist das Passwort. Cell. Ich habe einfach mal die Anfangsbuchstaben genommen. Und Cell klingt schon passend hierfür, oder? Cell, ja, doch, das klingt richtig. Ach, wohin gehe ich denn, ich Idiot? Lass uns mal erstmal hier alles angucken. Okay, da ist ein Zombie. Da ist ein Zombie. Gottes Willen. Wo geht's denn hier hin, Mann? Das sind ja tausend Wege. Revolvermunition liegt da unten, aber die brauche ich jetzt nicht. V-Act, Notiz eines Forschers. Es gibt betrügende Anlass zur Vermutung, dass das T-Virus Mutagen des Genom im Körper seines Wirts beeinträchtigt. Mann, was labert denn für Scheiße? Der Körper des Wirts geht erwiesenermaßen in einen stabilen Ruhezustand über, nachdem er das Bewusstsein verloren hat. Der Virus wird dann aktiv und ändert die grundlegende Zusammensetzung des Körpers. Der Wirt mutiert dabei allmählich zu einem humanoiden Wesen. Wir haben diesen Wesen den Namen V-Acts gegeben.
Besonders bemerkenswert sind die Geschwindigkeit und die erstaunliche Muskelentwicklung. Nach der Umwandlung wird es wendiger und aggressiver. 4 unserer Forscher sind beim Versuch, es zu füttern, bereits ums Leben gekommen. Das Gehege wurde umgehend zum Blutbad. Seit diesem tragischen und barbarischen Unfall nennen wir diese Art Blutköpfe. Dieser ebenso gefährliche wie kostbare Prototyp kann nicht zurückgelassen werden. Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Terminierung ist völlig ausgeschlossen. Letztendlich beschlossen wir es zu gefrieren und den Körper im Keller des rückwärtigen Friedhofs einzusperren. Also doch, dieses rote Teil da, also diese Mistviecher. Lock-in ist Ada? Passwort ist Cell, ne? Wie hieß der Typ? John hieß der oder was? Oder hat er mir das Passwort gegeben? Komm schon, Cell. Ah, du Bastard. Wo finde ich die Notizen? Ach so, na, und mit deinem Namen als Passwort anmelden kannst. Ach so. Ah, okay, und dann das weitere Passwort. Wie ist der Typ? John, okay. Alles klar. Das habe ich irgendwie vergessen zu lesen. Habe ich total überlesen. So, der Typ heißt John. John. Und Ada. Die wird auch Ada geschrieben, ne? Yes! Alter, wie krass, wir haben es geschafft. Das war tatsächlich richtig. Okay. Sehr schön. Was ist das hier? Auch das ist geöffnet. Wow. Ja, natürlich. Ich war ja richtig schlau. Wow. Da liegt was. Okay, das nehmen wir mit. Meine Güte, war ich schlau. Okay, sind gefroren. Die kommen bestimmt gleich raus, Mann. Okay. Gut, dann lass uns jetzt hier raus. Nice, wir haben die Türen geöffnet, ey. Wie so ein Profi. Keine Ahnung. Ich wusste sofort, Sarah, die leuchten rot. Bap, bap, bap. Einfach mal die ersten Buchstaben nehmen. Ist doch immer so. Büp, büp, büp. So, was gibt's hier? Ich glaube, hier kann man einfach im Kreis rennen. Kann das sein? Die Tür ist verschlossen. Eine Art Hochspannungssymbol ist in den Schloss eingraviert. Brauche ich jetzt einen Hochspannungsschlüssel oder was? Hör mal auf, mich zu nerven. Und wo geht's hier weiter? Ist hier gar nichts? Ah, man kann einfach im Kreis rennen, alles klar. Gut, pass auf. Jetzt muss die Tür ja geöffnet sein, ne? Ich muss aber speichern, Leute. Und dann den Part beenden. Hä? Ich dachte, ich habe die geöffnet. Hä? Muss ich da noch etwas drücken? Habe ich nicht ganz gedrückt, oder was? Muss ich nochmal A drücken, oder was? Oh, man. Ich dachte, das reicht schon. Dieses... Ah, gut, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz speichern. Oder habe ich hier hinten Türen geöffnet? Oder habe ich hier hinten Türen geöffnet? Da wird jemand wütend. Gruselig. Habe ich hier hinten Türen geöffnet? War die offen? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee. Die war nicht offen. Noch eine Modisk. Passcode verwenden, ja. Keine Ahnung. Oh, Schrott mit Munition, die nehme ich doch gerne mit.
Sicherheitskontrolle, Protokolle, Heliport, nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Zugelassen bei meinem Schiff von uns, okay. Umgehend erschossen werden Leute, die da nicht den, die also nicht dahin gehen dürfen. Okay. Okay. Ein Passwort, da wird irgendwas mit dem Passwort. Tyrant, wer ist der Tyrant? Ist Lisa dieser Tyrant? Stehen Videos. Aufzeichnungen der Überwachungskameras. Jo. Filmprojektor. Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. MA-39, Cerberus. Ja, das sind diese Hunde. Neptun. Hunter. Tyrant. Da ist der Tyrant. Bioorganische Waffenforschungsgruppe. Alles Arschlöcher. Warte mal! Der Typ da hinten, das ist doch... Wesker, oder nicht? 83417062. Oh Gott, muss ich mir das aufschreiben? Moment, ich versuch's. 83417062. Das ist ein bisschen lang, der Code. Bisschen sehr lang, der Code. Warte mal, dann geben wir den ein. Verdammt, die Folge wird sehr lang, ne? Ja, okay, dann gib mal hier ein. 83 41. Nee. Da muss etwas anders gemacht werden. Aber ich möchte jetzt speichern gehen, Leute. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter und untersuchen Jales. Wo könnte der Code stehen? Ich glaube, irgendwo im Raum. So, aber erstmal zurückrennen und speichern. Haben ja einiges erlebt jetzt heute, ne? Ich mag die Atmosphäre im Labor. Die ist so gruselig und so düster und so bedrückend. Das gefällt Holly sehr. So, ich speichere jetzt und... So. Ja. Alles klar, wir sehen uns dann demnächst wieder, morgen wahrscheinlich, mit einer neuen Folge... Residento Evil. Bis dann.